Menschen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gehören nicht hinters Steuer. Raserei führt ebenfalls zu schweren Unfällen. Das sind die Kernbotschaften der Aktion Ich bin dein Schutzengel. Im Landkreis Northeim ist jetzt in einem Gottesdienst ein restaurierter VW Käfer als Blickfang für die Aktion getauft und gesegnet worden. Dazu waren viele Menschen in die Liebfrauenkirche in Moringen gekommen. Der blaue Käfer heißt jetzt Gabriel. Landrat Michael Wickmann erläutert, warum das Projekt so wichtig ist. Ja, wir haben hier schreckliche Verkehrsunfälle nach Disco-Besuchen gehabt. Und deswegen ist es wichtig, dass junge Menschen sich selbst nicht hochstacheln, um noch betrunken oder aber um nach Drogengenuss Auto zu fahren, sondern im Gegenteil, dass junge Menschen darauf achten, dass ihre Freundinnen und Freunde, wenn sie Alkohol getrunken haben, den Schlüssel des Autos liegen lassen und anders nach Hause kommen. Einer der ehrenamtlichen Schutzengel im Landkreis Northeim ist Jacqueline Weiß. Sie engagiert sich, damit andere sicher ankommen. Das Projekt Schutzengel ist so wichtig, um wirklich junge Leute anzusprechen, damit sie keine Alkohol und keinen Drogen nehmen und sich dann hinter das Steuer setzen, damit sie nicht sich selber gefährden und andere im Leben. Denn Straßenverkehr, da gehört nicht nur man selber zu, da gehören auch immer andere zu. Und man gefährdet eben auch diese anderen, die auch mit dazugehören. Wichtiger Ansatzpunkt des Projekts Ich bin dein Schutzengel ist, dass die Botschaften unter Gleichaltrigen transportiert werden. Gleichaltrige sind einmal akzeptiert unter ihren Freunden, wesentlich mehr, als wenn mit erhobenen Zeigefinger ein Erwachsener darauf hinweist. Und Gleichaltrige sprechen auch die gleiche Sprache. Und deswegen ist dieser Ansatz gewählt worden, dass die Schutzengel sowohl junge Mädchen wie junge Männer aus den Cliquen kommen, die in Diskos sind und so in der Clique schon sagen, halt, stopp, hier darfst du nicht mehr Auto fahren. Im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen von jungen Menschen spricht die Polizei von drei Killern, nämlich Raserei, Alkohol und Drogen und vom Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Worauf sollten Fahranfänger besonders achten? Er soll Alkohol und Drogen meiden, er soll sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, er soll den Gurt immer anschnallen und er soll auch auf seine Schutzengel hören, auf seine Eltern, auf die Kolleginnen, auf die Freunde und Bekannten, die ihm raten, den Wagen stehen zu lassen, wenn er einfach nicht in der Lage ist, Auto zu fahren. Nur dann, sag ich mal, können wir es gemeinsam schaffen, dass er, sag ich mal, auch lebend und heil wieder aus seinem Auto nach Hause kommt. Manchmal haben es aber auch die besten Schutzengel schwer, wenn ein alkoholisierter Fahrer einfach nicht hören will. Jemandem, der sich in solch einer Situation mit in das Auto setzen soll, wenn der Fahrer alkoholisiert oder unter Drogen stehend ist, würde ich einfach empfehlen, falls es mit Schlüssel wegnehmen nicht funktioniert, nicht mitzufahren. Wirklich auf ihr eigenes Leben zu achten und zu sagen, okay, dann gebe ich eben, je nachdem wie viel Geld es ist, für die Taxifahrt aus, habe dafür aber mein Leben gewonnen und spare sehr viel anderes Geld und spare auch Leid, dass meine Familie dann erleidet, dass eventuell jemand anders erleidet, falls ich in einem Unfall ende und falls ich sterbe. Während des ökumenischen Gottesdienstes in Moringen gab es Informationen aus dem Polizeialltag aus erster Hand. Ein 18-Jähriger, der bei einem Verkehrsunfall gegen einen Baum geprallt war und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war. Das sind Bilder, die sich mein Leben lang wahrscheinlich in meinem Kopf festbrennen werden und die ich auch nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Ja, man steht ja selbst, wenn man Unfälle aufgenommen hat, noch unter dem Eindruck dieser schrecklichen Bilder. Aber fast genauso schrecklich ist es dann, diese Nachricht den Eltern zu überbringen. Man weiß nicht, wie reagieren die Eltern. Man selbst steht noch unter dem Eindruck dieser Bilder. Und von daher ist das eine ganz große Herausforderung, auch diese schreckliche Nachricht zu überbringen. Man selbst ist von Gefühlen übermannt und von daher ist das unheimlich schwierig. Es geht teilweise bis an die eigene psychische Belastungsgrenze, um den Eltern zu sagen, sie werden ihr Kind lebend nicht mehr wiedersehen. Die Veranstaltung zur Verkehrssicherheit in Moringen ist durch viele Mitwirkende ermöglicht worden. Mit dabei waren unter anderem die evangelische und die katholische Kirchengemeinde. Wir sind als Kirchenmann hier dabei, weil es ganz klar darum geht, dieser Schutzengelkäfer, er soll Menschenleben retten, er soll Bewusstsein schaffen unter ganz vielen Jugendlichen, jungen Leuten. Und das zu unterstützen, können wir nur auch wollen. Gott ist ein lebensliebender Gott und deshalb sind wir hier auf der Seite mit dabei. Und nebenbei, wir feiern sehr gerne große kreative Gottesdienste, so wie den heute.
Pastor Dirk Grundmann hat in seinem Berufsalltag Schweres erlebt. Ich bin jetzt seit 20 Jahren ungefähr Pastor hier in Moringen und ich habe 7 oder 8 Mal Menschen beerdigt, die durch Verkehrsunfälle ums Leben kamen. Fürchterlich, weil das eben wie ein Blitz aus heiterem Himmel ist. Ich habe Todesnachrichten mit überbracht, aber auch so eine Beerdigung dann zu halten, vor 200 Leuten stehen zu müssen und im Grunde genommen das Gefühl zu haben, ich müsste mich selber in die Reihe derer setzen, die da trauern. Aber ich muss stark sein, ich muss vorne die Rede halten, ist unendlich schwer.